Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welches noch werden wollen, das Nokia-Telefon gegen Chess Genius. Hashtag-Begrüße 32 MB, permanentes Rechnen, Schachlehrer aus, Ton, 30 Minuten Partie. Da muss ich mal nochmal drauf gehen, neue Partie, okay. Den weißen Figuren spielen, okay. Das gleiche muss ich bei ihm auch aktivieren. Hier steht permanentes Rechnen, da steht aber nicht irgendwie eine Größe. Ach, 32 MB Hashtag steht hier auch. Ist auch das Maximum, was er machen kann. Mit den weißen Figuren spielen? Nein. So. D4. Ach, hallo? Jetzt geht's los. Springer F6. Ich muss das irgendwie drehen, das Brett. Seitenwechsel, Bildschirmeinstellung. Jetzt geht es nochmal Bildschirmeinstellung. Brett drehen. Was soll ich da jetzt den hier machen? Achso, jetzt hat er genau. Jetzt haben wir es. So, jetzt sehe ich das, wie ich es hier auch sehe. C4. E6. Springer, also Chess Genius gegen Chess Genius, Springer C3. Ich kann ihm auf Übergehen, das hierbei existiert. Seitenwechsel, alles Schach, nächster Zug. Über. Da steht hier Version 1.5.0, Copyright 2014 beim Windows Phone. Und bei ihm steht hier, beim Nokia steht bei über 3.1.0, Copyright 2019. Also rechts wäre die aktuellere Software beim Nokia Smartphone. Also rechts ist bei mir hier das hier. Windows Phone, Nokia. Was haben wir denn damit? C2. Rochade. Dachte schon, es wäre defekt, das Windows Phone. Es war schon so lange nicht mal an, dass es erstmal eine Zeit lang braucht, um überhaupt anzuspringen, wenn das ans Ladekabel kommt. Also es ist winzig und die Akkulaufzeit ist miserabel. Ich glaube, einen Tag, selbst wenn ich das Telefon in die Ecke lege, nach einem Tag ist der Akku fast leer. Nur das eingeschaltet haben. Läufer G5. Läufer B7. Dann hat der Richard Link 2019 noch an der Software mitgearbeitet oder dann was gemacht. H6, das ist natürlich die, ich weiß nicht, wie weit das noch die gleiche Bibliothek sein wird. Läufer H4, D7, D5. Das war einfach, ich musste damals ein anderes Smartphone haben, weil der Messenger nicht mal funktioniert hat. Deswegen musste ich dann ein anderes holen. Lumia 610 ist das, glaube ich. Aber beides Nokia. Nimm zu indisch klassisch. Springer BD7. So, und R denke, steht doch da. Ich denke, also bin ich. D5 schlägt. Vielleicht hat er eine andere Bibliothek. Hängt da nicht einfach die Dame? Ach, die Dame hängt auch auf C3. Schon sagen. Ist auch noch Theorie. Buch. Springer D5 schlägt E32. Nimmt so ähnlich klassisch. Bei dem Windows Phone ist wohl der Bildschirm auch zu klein. Läufer D8 schlägt.
Springer C3 muss er ja machen, sonst hat er die Dame weniger. Vielleicht könnte man irgendwas zum Abmessen ranholen hier. Mit Zentimetermaß oder irgendetwas. Das hier in diesem Haus hier bei der Bude immer schwenken war, einfach gesagt. Okay. Ja, ist, einfaches Finden ist hier auch nicht so angesagt. Was ist denn gezogen worden hier? Springer C3 steht, was kam dann? Läufer H4. Springer D5. Aber wo ist denn... Ich habe nicht mal einen Zollstock oder sowas hier, ist aber peinlich. Nicht mal ein Zentimetermaß. Ah. Das ist, wenn man solche Sachen mal benutzt hier. Okay, die ziehen jetzt wirklich etwas schnell. König F2. Okay, der Bauer war ja auch angegriffen. Ach, jetzt sehe ich ein Zentimetermaß. Da muss ich wohl Maßstab 1 zu 100 nehmen. Da ist dann Zentimeter. Das ist hier 11 Zentimeter, sagen wir mal, hoch. Und das hier 17, also ist schon ein deutlicher Unterschied. C5. Das ist hier ungefähr so 6 cm breit und das ist breit 7,5. Also in der Breite tun sie sich gar nicht mal so viel, obwohl das so viel mehr aussieht hier. Minus 0,28, dein Zug, da steht Denke. E4. Ich kann gar nicht glauben, dass ich habe mit dem Windows Phone habe ich früher meine Videos gemacht. Das ist unglaublich. Was ich jetzt mit dem Camcorder mache, das habe ich ganz am Anfang mit dem Windows Phone gemacht. Da habe ich so ein Stativ gehabt, dann habe ich da konnte man so einklemmen, das Smartphone. Ja, da habe ich das hingestellt und mich aufgenommen. Man konnte dummerweise aber nicht sehen. Also Pivo kann ich das Display drehen vom Camcorder. Das geht bei dem Smartphone ja nicht. 5F6. 2019, 2014. Ich meine, was ich... Ich habe doch noch irgendwo das drauf. Da müsste das... Vom Smartphone, vom Windows Phone müsste das Programm ja dem Chess Genius Pro entsprechen. Also dem mit den verchromten Figuren. Der kam 2015 raus, Programm von 2014, das könnte schon passen. Verschiedene Bibliotheken oder sowas haben die nicht. Deswegen ähneln die eher dem Chess Genius, dem klassischen Chess Genius Pro, nehmen wir es mal so. Minus 0,03. Mach das einfach mal so aus Gag, weil ich es kann. Das sind so Erinnerungen, meine Güte. Blöd vorgelesen irgendwas mit dem Windows Phone. Ja, die Speicherkapazität wäre, glaube ich, begrenzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Speicherkarte reingemacht habe. Ist das schon so lange her? G5. Grafik ist ungefähr gleich von beiden Programmen. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem. Also dieser Chess Genius Pro 2024, der kommt an die Darstellung immer noch nicht ran von dem Windows Phone. Ja, das Windows, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, das Windows Phone, das Nokia. Lumia. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr von. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen 2014 sowas oder von wann das ist, ich weiß das gar nicht. Da ging irgendwann diese Ein-Ausschalt-Taste nicht mehr. Da muss ich quasi, wenn ich das mitgenommen habe zum Aufnehmen, muss ich so eine Powerbank mitnehmen. Dann habe ich das quasi an diese Powerbank angeschlossen.
dann sprang das an. Also wenn ich es an Strom anschließe, springt das an. Oder wenn ich es abmache, dann springt das an, das Telefon. Aber mit dem Knopf geht das nicht mehr. Uhr. Läufer G3. Damit habe ich Chess-Genius hier. Das war auch nicht geschenkt. Das war die kaufbare Version. Also nicht die Demo oder sowas, die ich auf dem Windows Phone habe. Dann hier, das könnte ich hier auch nochmal nehmen, weil das ist ja auf ans Google-Konto verknüpft. Deswegen ging das wohl. Das hatte ich fürs... Ich glaube, das ging deswegen hier nochmal. Bei dem Nokia, weil ich es auf dem Huawei-Smartphone ja auch die Kaufversion hatte. Und das ist an das Google-Konto verknüpft. Deswegen ging das wohl. Man hat es ja gekauft. DC5. Damit habe ich hier die, also ja, sagen, hier habe ich es zweimal, weil das habe ich ja nur, weil es auf dem Huawei-Smartphone schon drauf war. Dadurch den Genius exklusiv, die beiden Genius Pro sind 2, 3, 5 Mal habe ich Chess Genius. Für den PC habe ich es nicht. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man sich Chess Genius vom PC holt, im Windows Store, ob das die PC-Version ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Windows Store eine Android-Version findet. Warum sollte man im Windows Store eine Android-Version sein? Das wüsste ich jetzt so gar nicht. Wie nenne ich es jetzt? Sagen wir mal, Genius 2019 sagt 0,14 plus. Der Genius 2014 sagt minus 0,28. B4. Das ist eben, es ist eben, um ein Smartphone zu haben. Das Nokia. Weil mein anderes Smartphone von heute auf morgen kaputt war. Deswegen musste ich mir dann ad hoc ein Smartphone kaufen. Dann habe ich das hier. Es reicht mir. Für das, was ich davon erwarte, reicht es. Ich muss da... Ich glaube, heutzutage... Ich habe das Mikro nicht da angeschlossen. Darf ich mir hauen eine rein? So. Da ist der Hass wieder groß. Ich habe wieder vergessen, das Mikrofon anzuschließen. Wie oft will ich das eigentlich noch vergessen? Meine Güte. Ist das ätzend. Guck zufällig zum Camcorder, den ist das Mikro nicht angeschlossen. Ist ja super gummigut. Mann. Heute Morgen habe ich ein Video gesehen. Schach der Großmeister 2000 war das. Kramnik gegen Leko. Und da haben die den Wüllenweber, oder wie der heißt, von der hat diesen Fritz bedient. Den haben die gefragt, wie lange das noch dauert, bis sich das erledigt hat, bis der Computer nicht mehr zu schlagen ist. Er meinte, erst hätte er gedacht, so 5 Jahre. War wohl schon eine Zeit her, wo er das gesagt hatte. Und dann, wenn er aber gesehen hat, wie die Schachgroßmeister noch die Computer geschlagen haben, da weiß er nicht genau, ob das noch reicht. Und dieser, wie ist der denn nochmal? Sekunde. Dieser Kasparov bekannte Friedrich Friedel, der meinte, das dauert nicht mehr so lange, so 3 Jahre. Und heutzutage hat sich das so schon erledigt. Das ist ja nicht wie Go, so ein Spiel. Der Go-Weltmeister hat den Computer geschlagen, indem da quasi, manchmal, das ist das Go-Brett und hier spielt sich das Geschehen ab. Dann hat er irgendwo da vorne oder was weiß ich wo, hat ab und zu mal einen Stein gesetzt, der gar keinen Sinn ergab. Und das hat den Computer so verwirrt, dass er das gewonnen hat. Ja gut, rausgefunden hat er das natürlich mit Hilfe eines Computers, aber wie will man sonst rausfinden, wie man den Computer schlägt, wenn nicht, wenn man, geht ja am besten, indem man das mit dem Computer ausprobiert. Der Computer geschlagen in Go, aber in Schach geht das nicht, wie willst du das machen? Meinetwegen diese Stellung jetzt würde man irgendwie, ich wüsste nicht mal was.
irgendwie, wo es irgendwo keine Rolle spielt, Läufer A4, C2 oder sowas. Ab und zu einen Zug machen, der gar nichts mit der Partie zu tun hat, aber es geht ja hier nicht. Das wären bei Schach einfach nur schlechte Züge. F6. Turm H6. Aber momentan steht das 0,00. Minus 0,8, doch nicht. Ja, man kann sich keine Weltwunder erwarten. Müsst ihr danach erstmal gucken, was das Lumia denn für eine Hardware hat. Ich mit dem Smartphone habe ich mir geschnappt. Die Powerbank, weil es ging ja nicht anders mehr an. Dann immer, wenn ich es an die Powerbank angeschlossen habe, dann sprang es wieder an. Weil halt dieser Knopf nicht mehr reagiert hat. Weil ich damit Außenaufnahmen gemacht. Auch meine Videos hier zu Hause habe ich mit diesem Lumia Smartphone gemacht. Danach kam dann die Handycam von Sony. Und jetzt das hier. Und ab und zu mache ich auch mit dem Nokia. Ich habe auch mit dem Huawei habe ich auch mal schon mal Aufnahmen gemacht. Das Problem ist dann allerdings, dass diese Geräuschunterdrückung, das kann man doch mit Mikrofon ausgleichen. Aber diese Bildschwankungen, das geht dann gar nicht mehr. König G6. Dass das Telefon dann doch, wenn man sich bewegt vom Smartphone, vor dem Bildschirm, dass sich das dauernd so hin und her bewegt, dieses Bild. Das hat mich beim Huawei doch zu sehr gestört. Und abschalten kann man diese Sachen nur beim Pro. Und hier bei diesem Nokia, das hat das gar nicht. Ich kann normal aufnehmen, auch ohne Mikrofon. Es hat auch keine Bild- oder Tonschwankungen. Das brauche ich nicht. Weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, man bräuchte das. Was haben wir denn hier? Denke. 2014 gegen 2019. Turm H1. Habe ich vor kurzem das runtergeladen. Das offen. Auf dem von mir aus gesehen rechten. Bei euch ist es ja links. Ich war der Denke. Turm FD8, er hat also schwarz und er hat weiß. Dann sei einfach mal weiß oder schwarz. Also hier ist schwarz. Turm FD8. 0,21 sagt schwarz. Minus 0,5 sagt weiß. Turm AC8. Turm ED1. Das wird ein CSN-Spiel werden. Gut, der Springer ist noch nicht entwickelt, aber ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Was jetzt eigentlich auf Turmschach? Turm C2 Schach, Springer E2, Turm A2, A4. Turm C2 Schach. Springer E2. Man kann auch auf Turm A2 kann man auch einfach Turm A1 machen. Dann droht da auch nichts. Gut, man tauscht die Türme dann weg. Ja, muss er nehmen. Hat er keine Zwischenzüge. Irgendwelche logischen. Ein Läufer E8 Schach, aber so kein Zug. Springer F4 Schach. Ich muss ja schon nehmen, ich mach den mal. Gibt ja gar keine Alternative. Es müssen ja fantastische Züge sein, wenn das Alternativen geben würde. Läufer E8 und Kasparov bekommen schlagartiger Ausfall. Das Video, was ich gesehen hatte, diese Schach der Großmeister 2000, das war kurz vor dem WM-Match Kramnik gegen Kasparov. Deshalb hat der Kramnik auch gewonnen. Ich glaube, da lief auch gerade die Scheidung von Kasparov.
Da meinten einige, das wäre der Grund dafür gewesen, dass er verloren hat. Turm D8. Turm D5. F5. Schwarz sagt 0,34 plus. Da funktioniert immer noch das Nokia, das Lumia. Ich wüsste gar nicht, ob es ein M-Chess oder sowas gibt für Smartphone. In den Shops habe ich zumindest nichts gefunden. Glaube ich auch nicht, dass das gäbe. Eine DOS-Box glaube ich auch nicht, dass es die für Smartphone gibt. F5. Also die DOS-Box, die läuft ja auch auf meinem Pentium 3. Also warum sollte die DOS-Box da nicht auf ein 1,6 GHz hat das Smartphone. Warum sollte das darauf nicht laufen? Hat wohl auch mehr Kerne, mehrere Kerne. Also warum sollte hier auf diesem Smartphone nicht die DOS-Box laufen? Mit den Emulatoren. Was ja, gibt es das? Das muss ja auch für Android müsste das sein. Also die DOS-Box ist ja auch Windows, also allein deswegen funktioniert es ja nicht. Da müsste man erstmal auf dem Android-Smartphone erstmal einen Windows-Emulator haben. Auf diesem Windows-Emulator würde dann die Windows-DOS-Box laufen. Und das, da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Power, als ich das hier bei meinen Smartphones habe. Ich glaube auch Arena gibt es dafür auch nicht mit Gideo, mit Prodeo. Der Prodeo Engine. A6. Ich hatte damals ein bisschen gehofft, dass man so ein paar Sachen hier, weil es ja ein Windows-Smartphone ist, mit Windows 7, dass man da vielleicht was machen könnte an dem Windows-Programm, aber das ist wohl was ganz anderes. Also die Mess-Emulatoren, die laufen nicht darauf, die da sein können, weil beides Windows ist. Läufer F3 schlägt, GF3, B5 schlägt. 0,40 plus, sagt Schwarz. Läufer F3 schlägt. Es sind ja der Springer, das ist das Problem. Also man könnte nicht einfach den Läufer weg mit auf A6 nehmen, wer vielleicht auch gegen den Läufer A6 schlägt. 0,45 sagt Schwarz. F4. 0,50 Springer G4 Schach, König E1. Springer C4. Wofür das Chess-Genius alles gegeben hat, für Windows Phone, für Android. Gibt es Chess-Genius für im Apple Shop? Weiß ich gar nicht. Turm C6. Ja, droht erstmal E6 mit Schach zu nehmen. Turm D6, Springer D6, König E3. 0,96 sagt Schwarz. Turm D6. Ja, wenn der Turm jetzt einfach wegzieht, dann hängt ja A3, also Turm C8. Dann wird einfach da genommen. Deswegen kommt Turm D6 schlägt, überlegt er gerade. Springer D6 schlägt, also das sind die Gegenzüge, mit denen Schwarz rechnet. Turm D6 schlägt. Ich glaube, was nicht geht, ist, dass Supreme Channel mit dem Chesslink, mit Chess-Genius auf dem Smartphone hier zu verbinden. Ich glaube, das geht nicht. Wüsste ich aber nicht. Ich habe es weder probiert, noch habe ich irgendwie nachgeguckt, ob das geht. Springer C3. Da kann der Springer nicht so ohne weiteres wegziehen. Ja, immer noch den Bauern mehr. Aber wenn man so überlegt, wenn alles getauscht wird, der Springer gibt sich gegen den letzten Bauern, dann lässt der Springer gegen König gegen König. Zumindest wüsste ich nicht, dass es geht. Dass man mit dem Chesslink das Ganze mit dem Android-Phone mit Chess-Genius verbindet. GF schlägt. So, ich muss zurücknehmen.
wie will man das gewinnen mit Schwarz? König F6 und dann, wenn man E5 macht, kommt so das Schachgebot einfach. Springer D5 Schach, Springer B6 schlägt. Und F4 schlägt, dann lässt du diesen Doppelbauern da stehen. Springer E4 will das Endspiel. Verliert das nicht jetzt sogar? Oder hat der König F5? So, er muss ja nehmen, sonst ist einfach die Figur weniger. 8,48 Rufzeichen. Er ist einfach Zugzwang. König E3, König F5. Das überlegt er jetzt so lange. Was kann man denn außer E4 schlägt machen? Minus 11. Zeigt Weiß an. Ja gut, König E3, König F5, da kommt es in Zugzwang. Dann fällt der Bauer und dann ist Ende. König E2, König F5, König E3, E5. Was macht der Bauer? Macht das Rennen. Das ist das Problem. Dafür brauche ich jetzt aber ganz, ja gut, er ist dran hier. Weiß ist dran. Gut, die Darstellung ist natürlich besser als von dem Chessgenius Pro 24. Selbst von meinem Windows Phone. Das war ja auch bedeutend teurer. König E2. Bald, was das gekostet hätte, wenn man ein Smartphone-Display genommen hätte. Was das dann teurer gewesen wäre. Ob das dann 200, wann jetzt 200 zahlt oder 168? Weil das Nokia kostet hier 168. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch im Preis. Und das Display von diesem Smartphone wird jetzt auch nicht den größten Teil des Preises einnehmen. Einfach E5 schaffst du den Freibauern. Da kann ich mal Platz setzen, weil da müsste A4 kommen. Also natürlich auf E1 meinetwegen steht Bauer E2, König E3, dann wäre das Apat. Da muss man aber A4 ziehen. Na gut, da kommt A4, schlägt B5 und dann kannst du kein A3 ziehen. So einfach ist es ja nicht. König E5 schlägt. Ja, es hat 2019er Version, die 2014er Version. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt updaten könnte. Aber warum sollte ich? Ich lasse es einfach so. So habe ich ja zwei verschiedene Versionen von dem Programm von Chessgenius. Dann hätte ich einfach nur das gleiche zweimal. Minus 12,03. König D4. Weiß ich, ob er einfach rüber marschieren kann. Sich die Bauern abkassieren. König D3. König G3, E3, König F4, E2. Das läuft einfach durch, der Bauer. Braucht er gar nicht. 13,9 plus. Also wenn Schwarz seine Dame holt, dann ist endgültig Ende. Dann breche ich ab. König D3. Minuten erst das Video. Die spielen bedeutend schneller als die Schachcomputer. Also die Schachcomputer machen ihm 30 Minuten Schach. Lassen sie sich schon mehr Zeit. König E1, Bauer E3, König D1, E2 Schach, König E1, ja. Das bringt ja nichts. Ich bin ja auch nicht so schlecht. Endlich spielt König G3, das ist ja schon eine Selbstaufgabe. 19,87 oder 19,87 plus. Kann das sein, dass das eine Single-Chip ist? Das Lumia. Da muss ich wirklich nachgucken, von wann das ist. Da steht ja bestimmt irgendwo über, also über das Telefon. E3. Ich weiß gar nicht, ob das Chessgenius aufgeben kann. Wenn, dann wäre es jetzt höchste Zeit hier. Der kriegt ja nicht mal die Bauern. Er holt sich einfach eine Dame und spielt dann Dame C1.
König C4. Ja, plus 20. Lassen wir mal gut sein, es ist die ganze Dame mehr. König C4. Dann kann er auch B6 nehmen. Das gewinnt er im Schlaf. Matt in 9 übrigens, by the way, auch schon hier. König C4. Matt in 9, er nimmt den Bauern gar nicht weg. König D5. Lassen wir mal weiterlaufen. Ist ja jetzt, ist die Mattansage ja schon da. A4. A4 schlägt. König B7. A3. Okay. Sie hat jetzt irgendwie auf ein geileres Matt gehofft, hier, als dass sie jetzt eine weitere Dame holt. Nehmen wir mal die kleine Dame. Ich bin zu faul zum Aufstehen. Braucht man gar nicht. Dame C7 Schach. Ich kann mir vorstellen, dass er sich die Dame mit Matt holt. So, ich nehme mal die kleine Dame. Dame. B6 und dann Dame A8 Matt. Schachmatt. Soundeffekte die gleichen. Schachmatt wird dann hier angezeigt. Ich will mal kurz was gucken. Steht hier irgendwie beim Smartphone oder irgendwo über? Mal gucken. Nachrichten, Office, Rechner, Spiele, Store. Was anderes, Telefon. So, das ist es also nicht. Cortana, Datenoptimierung 13. Einstellungen. Bei Einstellungen irgendwo. Mein Handy finden. Ruhezeiten, Sprache, Region, Berichte. Handy Update, das geht bestimmt nicht. Info. Windows Phone Nokia Lumia 620. Windows Phone 8.1 Update. Betriebssystem 8.10. 8.10. Das muss man irgendwie googeln, was das genau ist. So, Schwarz hat gewonnen, also das 2019er Chess Genus Programm hat gewonnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.